Hier ist der Ralf von Jodeland und heute habe ich dabei die Sarah von Jodeland. Ja, prima. Was haben wir heute vor, Sarah, mit dem Stapel Steine hier? Einen Raketenofen zu bauen. Genau, wir wollten einen Raketenofen aus Ziegelsteine bauen. Wir haben euch, glaube ich, schon gezeigt, wie sowas aus Lehm aussieht. Da haben wir mal einen kleinen Ofen gebaut, der, keine Ahnung, wie groß der wird und wie raketenmäßig der funktioniert. Aber wir haben uns jetzt in den Kopf gesetzt, hier ein paar alte Ziegelsteine zu nehmen und einfach mal einen Raketenofen hinzustapeln. Also, folgendes habe ich mir überlegt. Wir haben hier die Steine. Wir bauen die immer so im Kreis rum auf. Dann gibt es wie so ein Kamin in der Mitte. Also, hier kommt dann der nächste drauf. Und dann geht es weiter. So immer im Kreis rum, dass wir hier ein schmaler Kamin hinkriegen. Von vorne müssen wir noch ein Loch reinbauen, irgendwie, dass wir quasi von hier aus beheizen können. Und das Ganze muss natürlich auf einer Grundplatte stehen, sodass wir da auch Feuer machen können. Also, wir fangen jetzt an, hier einfach das auszuprobieren, wie es funktioniert. Wenn ihr das zu Hause auf der Terrasse macht oder auf der Wiese, dann würde ich euch vorschlagen, noch irgendeine Isolierschicht unter den Ofen drunter zu bauen, weil selbst wenn wir hier Ziegelsteine drunter haben, das wird der Wiese nicht gut tun. Hier bei uns an der Lagerfeuerstelle, da ist ein bisschen Rindemulch drunter, das stört uns nicht, da kann man zur Not einfach wieder frischer Rindemulch drüber schieben, dann ist das alles gut, aber wie gesagt, wenn ihr diesen Raketenofen nachbaut, dann macht eine Isolationsschicht, das kann eine Schicht Lehm sein, das kann eine Schicht Sand sein, ja, genau, oder? Dass da eure Wiese nicht zu Schade kommt. Prima, los geht's! Der passt nicht, es gibt so viele Lücken. Das sind halt alle nicht richtig gleich groß. Weißt du, wo die her sind? Ja. Woher? Aus dem Kamin und von der Wand. Genau, aus dem Kamin vom Opa, gell? So. Jetzt brauchen wir hier da der nächste. Und hier wieder einer. Genau. Und dann machen wir da einen hin. Und da ein halber, oder? Passt der. Genau. Und jetzt müssen wir hier mal wieder weiterbauen. Kann ich den dann nehmen? Ja, ja. Das, was wir hier an kaputtige Ecke haben, das bauen wir einfach nach außen. Also quasi so, oder? Dann kommt da der nächste hin. Genau, und wenn man jetzt wie bei Lego immer darauf achtet, dass man versetzt baut, also der nächste kommt jetzt quasi hier drauf, dann hält das nachher alles auch. Wenn man sowas dauerhaft macht, dann kann man auch noch eine Lage Lehm zwischen reinmachen, aber das ist jetzt ja nochmal für uns zum Basteln. Da reicht es völlig aus, wenn einfach nur die Steine gestapelt sind. So, das ging ruckzuck, oder? Wie lange haben wir gebaut? 3 Minuten, oder? Genau, dann war der Ofen fertig. So, meinst du, funktioniert? Ich glaube schon. Wo zünden wir an? Wie machen wir das?
Ich glaube, wir nehmen unsere Anzündwürfel und schmeißen die oben rein und feuern dann einmal von oben an und von unten kriegt er Luft. Und nachher, wenn man einen Topf draufstellen wolle, glaube ich, brauchen wir noch eine Auflage, dass der Topf ein bisschen Abstand hat. Und ja, das probieren wir jetzt aus. Also, der Ofen ist super schnell gebaut. Ihr braucht ein paar Ziegelsteine, das sind jetzt 4, 8, 12, 16 und 6 sind 22 und 2 halbe. Das war es schon, was wir da, also im Prinzip haben wir jetzt ja 23 Ziegelsteine verbaut. Und er könnte vielleicht noch ein wenig höher wäre, damit kann man den Zug noch besser machen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal eine kleine, kompakte Form, um hier feststellen zu können, wie wir ihn anfeuern. Also, los geht's. Wir brauchen so Anzündwürfel, oder? So, was meinst du? Brennt gut. Funktioniert, gell? Super schnell. 3 Minuten haben wir einen Raketeofen gebaut. Um jetzt den Topf drüber zu bringen, können wir hier noch unsere halbe Steine nehmen. Die könnte jetzt auch etwas flacher sein. Also wenn die nur halb so dick wäre, dann wäre das auch eine völlig ausreichende Variante. Und dann unseren Topf hier drauf. Und ruckzuck kocht zum Fenster, oder? Nur die Flammen gehen jetzt auf den Seiten raus. So, und schon kocht's Wasser. Da dampft's. Nehmen wir den runter hier. So. Wir haben jetzt relativ wenig Holz gebraucht, oder? Mhm. Um den Topf Wasser hier zum Kochen zu bringen. Also geht ratzfatz die ganze Geschichte. Die ist nicht ganz so hübsch von der Optik her, aber ich denke, die kann man, da kann man uns noch was Kleineres, Schöneres überlegen. Das reicht ja, dass der Topf drauf steht. Dann, ja, muss aufpassen, die Ziegelsteine, die speichern ziemlich lang die Wärme. Was können wir damit noch machen mit den heißen Ziegelsteinen? Abends, wenn es kalt ist? Wärmen. Sie mit in den Schlafsack nehmen, oder? So geht aber der Schlafsack kaputt. Nee, du kannst dir in Zeitungspapier einwickeln. Ja, okay. Und dann vielleicht noch ein Handtuch außenrum und dann kannst du das Ding in den Schlafsack legen und wenn du dann später in den Schlafsack gehst, dann hast du wunderbar warm drin. Ja, nein, das soll es auch schon gewesen sein. Schnell und einfach im Raketeofen gebaut. Ich sage tschüss, oder? Ja. Also, tschüss, viel Spaß, danke fürs Reinschauen, wir freuen uns, eure Sarah von Jordanland und der Ralf von Jordanland. Bis dann, ciao. Tschüss.